Hi, hier ist der Matthias von einfachboot.de und heute möchte ich dir einen Palstick zeigen und zwar auf eine Art und Weise, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Folgendes: Wir stecken jetzt einfach das Seil hier durch den Ring und normalerweise würdest du es wahrscheinlich so machen, dass du dir hier eine Bucht baust, dann würdest du mit dem Seil hindurchgehen, unten drumherum und wieder aus der Bucht heraus und festziehen. Jo, dann haben wir einen Palstick. Ist in Ordnung. Geht aber noch viel schneller und einfacher. Folgendes dazu: Du nimmst dir die Seile in die Hände, wie Zügel vom Pferdchen, und dann gehst du mit der Hand einmal hinein und bildest eine Schlaufe, ziehst das Seil nach oben durch, steckst das lose Ende durch, ziehst einmal feste dran, der Knoten schlägt um und du hast einen Palstick. So, das war jetzt natürlich ein bisschen schnell, also jetzt nochmal langsam zum Mitmachen. Seil nehmen, loses Ende in der rechten Hand, festes Ende, da wo das Boot dran hängt, in der linken Hand. Dann gehst du mit der Hand einmal hier in das Seil hinein, machst eine Drehbewegung. Dann hast du deine Bucht. Also Drehbewegung, Bucht und jetzt nur noch das Ende, was runterhängt, durch die Bucht hindurch nach oben ziehen und durch diese Schlaufe das lose Ende hindurchstecken. Jetzt kannst du noch die Position vom Palstick bestimmen. Und danach alles loslassen bis auf das feste Ende. Wenn du jetzt einmal feste ziehst, schlägt das Auge um und du hast einen Palstick. Super. So, wenn du das jetzt ein bisschen geübt hast, zeige ich dir, wie schnell das gehen kann. Zählen wir mal. 21, 22, 23. Unter 4 Sekunden würde ich sagen. Total gut. Wie immer, wenn du Fragen hast, Anregungen, Kritik, schreib es unten in die Kommentare. Und wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen oder meinen Kanal abonnieren. Bis dann, alles Gute!